The Evil Within. Der Wahnsinn geht weiter. Ja, wir haben hier die Mongos erledigt. Hier diese... Oh, ich liebe dich. Blue Bart. Ja, die irgendwie so Wächter oder sowas oder Werkzeugmeister. Uah. Ach, das ist nur ein Lappen. Habe ich mich jetzt vom Lappen erschrocken, ey. Gibt's doch gar nicht. Okay, wir müssen ja das Tor heben, so wie es aussieht. Ich schaue aber noch mal kurz hier. Denn hier liegen Shotgun-Shells. Und wir haben ja gesehen, in der letzten Folge haben wir natürlich alles verbraten an Munition. Reicht doch, Basti. Da kommt er doch unten drunter. Warten. Gibt's doch nicht sowas. Ist doch unglaublich. Unglaublich. So. Und die Musik lässt mich vermuten, dass es immer noch nicht vorbei ist. Ja. Heiliger Strohsack. Heiliger Bimbam. Will ich da drunter hergehen? Oh, Gott sei Dank. Kommen wir an die Statue nochmal dran? Nee, ne? Schade. Natürlich auch. Hoppala. Mein Gott, das wollte ich doch gar nicht. Natürlich auch doof, dass wir da nicht mehr an die Statue kommen. Ich habe gedacht, dass wir da irgendwie wenigstens drankommen. Ach, jetzt weiß ich, wo wir sind. Ah, ja. Eben nicht. Naja. Oh nein! Und ich bin so schlecht ausgerüstet. Nein! Also wenn jetzt nicht irgendwie Munitionsregen vom lieben Gott kommt, dann sehen wir schlecht aus, wenn der Dicke da kommt. Nein! Das war die Alte, oder? Jetzt sammeln nicht, die kommen alle gleichzeitig wieder. Dann fresse ich echt einen Besen. Also, speichern wäre geil. Hey. Bin ich froh, dass die Unsichtbaren nicht mehr kommen. Den zünde ich an. Es ist mir sicherer. Meine ich das nur oder gehen wir auf Finale zu? Oh mein Gott. Anatomie Drawing. Drawing. Der hat irgendwie so. Wer ist denn das? Ist das Ruvigne, oder? Ich höre auf jeden Fall einen Oh. Alles, was ich habe, alles, was ich bin, wurde mir genommen seit diesem Unfall, durch jene verursacht, die mich vernichten wollen. Dort in der Dunkelheit, wo nur die Trugbilder meines Geistes mir Trost schenkten, mich verspotteten, dort habe ich mich fast selbst vollständig verloren. Doch dann sah ich sie. Tief in mir wusste ich, dass sie nur eine Erscheinung war. Doch ich sollte mein Gesicht und was ich verloren hatte, wiederbekommen. Ich sollte sie, meine geliebte Schwester Laura, wiederbekommen. Also hat er es alles getan,
um seine Schwester halt wieder zu bekommen, weil wir haben herausgefunden, dass halt, ja, in seiner Scheune halt verbrannt ist. Und er wollte sich halt rächen und hat alles drum gegeben, sie wiederzubekommen. Und ich glaube, wir werden Laura wiedersehen. Da bin ich fest von überzeugt. Und ich glaube, das wird hinter dieser Tür passieren. Aber ich werde erstmal sprechen. Hier. Yeah. So, pass auf. Jetzt wird hier wahrscheinlich wieder so ein tolles Tagebuch liegen von Basti Castellanos. Ja, natürlich. Natürlich. Endlich. Tagebuch von Sebastian Castellanos. 27. Februar 2012. Ich habe schon Freunde und Kollegen sterben sehen. Das gehört zu dem Beruf, den ich gewählt habe. Und es war nie leicht. Aber das war es nicht vergänglich mit dem Verlust des eigenen Kindes. Ich würde 1 Million Mal mein Leben geben, um es zu verhindern. Aber ich kann es nicht. Ich fühle mich so hilflos, als sie den kleinen Sarg in die Erde hinabließen. Der Schmerz ist unerträglich. Ich weiß, dass es falsch ist, aber nur der Alkohol hat mich in den letzten Wochen schlafen lassen. Kommt mir bekannt vor. Entschuldigung. Ich mache mir Sorgen um Myra. Myra. Der Verlust hat sie schwer getroffen und ihr Umgang damit ist nervenzermürbend. Sie will allein sein, bleibt die ganze Nacht über wach, sagt, sie arbeitet nicht an das Unglück, sie arbeitet nicht an das Unglück denken zu müssen. Sie sagt, sie arbeitet, um nicht an das Unglück denken zu müssen, so rum. Aber sie scheint sich immer mehr zu verschließen. Ich weiß, was häufig passiert, wenn ein Paar ein Kind verliert, und hoffe, dass wir stark genug sind, dass es nicht so weit kommt. Dum, 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 dum. Tja, die Frage ist jetzt, haben sie sich jetzt getrennt oder nicht? Das, meine Damen und Herren, sehen Sie in einer weiteren Folge. Sinnlöwen. Scheiße. Boah, hab ich mich jetzt erschrocken. Ich dachte, Ruvik steht da im Gang. Aber das ist die Alte. Muss sie mich so erschrecken? Haben Sie etwas vergessen? Oh, der Titola, die macht mich fertig. Mann. Oh. Haus abgebrannt. Haus abgebrannt. Tochter von Polizeibeamten unter Opfer. In dem abgebrannten Haus wurden die Überreste von Lily Castellanos 5 und ihrem Kindermädchen Junita Flores 56 gefunden. Beide Eltern des verstorbenen Kindes arbeiteten für das Crimson City Police Department und waren zum Zeitpunkt des Feuers im Dienst. Die Polizei ermittelt wegen möglicher Brandstiftung. Ich frage mich, also ich bin, Schlüssel haben wir nicht, ich bin noch nicht ganz schlüssig, wie der Zusammenhang ist zwischen der Geschichte jetzt hier von Basti und Ruvik, wie das zusammenhängt mit dem Brand auch so. Das ist mir noch nicht ganz schlüssig. Patrick Higgins, Anwalt der Familie Victoriano, wurde zuletzt bei einem Treffen mit einem mutmaßlichen Klienten gesehen. Okay, Patrick Higgins ist der Anwalt der Familie von Ruvik. Die Uhr tickt übrigens wieder. Naja. Und ich weiß, was wir kaufen. Kritisch. Kritischer Schaden. Wer hat's gekauft? Das ist mir definitiv wert. Ja. Und wir haben immer noch 6500. Das heißt, wir könnten mal noch ein bisschen was verbessern. Da brauchen wir 10.000 für die Flinte. Die Schadensmultiplikator wäre schon geil. Vielleicht sparen wir auch wieder ein bisschen. Aber Reserven? Womit waren wir denn? Schrotflinte hatten wir verballert. Kaliber 45 hatten wir auch verblasen. Streichhölzer ist klar eigentlich auch schon uninteressant. Wir werden ein wenig die Lebensenergie kostet auch schon 10.000. Nahkampf ist Quatsch. Ich arbeite jetzt mal dahin ein wenig auf die Lebensenergie. Denn
Ich hoffe, wir kommen noch mal dahin, Lebensenergie zu kaufen. Denn ich denke mal, dass als nächstes wahrscheinlich ein Bosskampf kommt. Und da möchte ich doch gerne... Da möchte ich doch gerne gut gewaffnet sein, was Lebensenergie angeht. So. Tja, dann würde ich sagen, da hinten war nichts mehr, ne? Nein. So. Können wir irgendwo gucken? Nee. Okay. Hier vielleicht wieder? Nein. Oder hier, bei ihm hier? Okay. Naja. Ich lasse mich jetzt echt mal überraschen, was jetzt auf uns zukommt. Oh mein Gott, nein, bitte nicht. Oh, so ein feines Mädchen. So ein feines Mädchen. Ich möchte mit dir Liebe machen. Also ist sie doch nicht gestorben. Aber die Frage ist, warum? Hallo. Na du? Boah, ich hasse sowas, ey. So mit spinnenmäßig. Ey, das ist so... da krieg ich schon wieder voll die... Da krieg ich schon wieder voll die Gänsehaut. Dass man die hier noch sieht. Kann ich die nicht einfach in den Ventilator schicken? Die noch Schuhe an. Tatsache. Also ist das quasi die Schwester, ja, von Rurik. Die gerade so ganz lieb und nett hier so am Gitter rumkraxelt. Lalala. Da ist ein Fahrstuhl, da kommen wir nicht hin. Wir kommen natürlich nach unten, ist klar. Und da ist ein Schalter. Und ich habe so ein böses Gefühl, dass wir gleich gegen sie kämpfen werden. Oder zumindest sie irgendwie ausbricht. Boah, die Troller, ey. Willst du eine Banane, du Äffchen? So. Entschuldigung. Oh mein Gott, nein. Ich wusste es. Ich wusste es. Ich wusste es. Ja, und jetzt? Was soll ich denn machen? Hallo? Ja, die geht ja nur mit Feuer zu bekämpfen, ne? Aber wie? Aber wie? Uah. Aber wie und wo und wann und warum? Boah. What the fuck? What the fuck? Come on. Geh weg, geh weg. Uah, geh doch weg. Nein, 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 was tue ich denn? Oh nein, was machst du denn? Nein! Nein, 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 nein! Oh, bist du eine Süße? Na, sollen wir Liebe machen? Mein Gott, ey, nein! Okay. Da können sie so ja natürlich nicht erledigen, weil wir ja keinen Feuerschaden haben. Wenn wir jetzt... Seht ihr, wir müssen unsere Dings noch verbessern. Unsere Otto Normalo Bolzen. Schauen wir nochmal kurz, wie teuer die sind. Nee. Nee, bei... Da, Qualenbolzen. Ja. Hier, auf Stufe 5 wird Feuerschaden hinzugefügt. Das wäre natürlich ideal für sie, aber dazu brauchen wir die erste... Nächste Stufe wäre
10.000 und die danach folgende wird wahrscheinlich 20.000 sein. Da denke ich mal, entweder halt Lebensenergie oder halt die normalen Bolzen. Jetzt. Mich juckt schon wieder. Meine Güte. So. Okay. Also müssen wir versuchen, der Alten zu entkommen. Erstmal, vorerst. Wir haben zwar noch 6 Streichhölzer. Lecker Mädchen. Lache jetzt noch fast. Ich weiß es gar nicht mehr. Mann, ist das dunkel. Ich glaube, hier lacht nichts mehr. Unten lag auf jeden Fall gleich was. Da lag, glaube ich, Pistolenmunition. Und am Ende des Einganges, wo der Typ da rauskommt, da lag Haargel. Ich frage mich, warum die Olle eigentlich nicht jetzt schon rauskommt. Weil dann hat sie es hinter sich. Sie muss natürlich warten, bis wir den Hebel betätigen. Hallo? Scheiß Tür auf! Geh an der Seite, du Ost-Otto! Nein! Nein! Oh komm, ich war doch vorbei! Mann, ich will doch nur dieses Haargel haben! Mann! Ich würde sagen, wir verschieben das einfach in einer weiteren Folge und dann versuchen wir die Truller mal zu erledigen. Also, bis morgen 17 Uhr. Tschüss.